Also Deutschland ist ein Land der Fleischliebhaber und vor allem auch der Wurst- und Schinkenliebhaber. Das gehört auch zusammen. Ja, es wäre das eine ohne das andere nicht denkbar. Aber Deutschland hat historisch gewachsen eine sehr differenzierte Wurstkultur. Ganz spannend finde ich auch die Multikulturalität, die da mit hineinspielt. Und Wurst war jahrzehntelang noch vor dem Fleisch eigentlich sozusagen fast eine Alltagsspeise. Naja, da kann man jetzt groß philosophieren, was passiert wäre, wenn wir jetzt reine Veganer wären. Aber wir sind natürlich wahrhafte Omnivore, die in Zukunft wahrscheinlich sich nochmal ganz anders ernähren. Aber ich würde sagen, beim Fleisch haben wir und auch bei Wurstprodukten und Schinken haben wir sozusagen Peak Meat erreicht. Noch schneller, billiger, mehr macht keinen Sinn, macht auch keinen Spaß. Sondern es geht eigentlich um mehr Qualität. Tja, die haben also diese ungebrochene Tradition der Stadtstaaten, wo sozusagen jede Stadt für sich eigentlich irgendein Produkt hat, auf das sie richtig stolz ist, wo traditionell wahnsinnig viel Wert auch auf die Kommunikation, auf die Qualität Wert gelegt wird. Natürlich gibt es auch da einen Druck, aber das sind schon, also in dieser Konkurrenz haben die sich wirklich qualitativ ordentlich entwickelt. Und Spanien finde ich auch ganz spannend. Da haben sich so wirklich uralte Traditionen fortgesetzt mit alten Rassen. Das war weniger Trag, aber einfach sehr spektakulär. Brauchen auch relativ lang Zeit und haben das einfach, sind stur geblieben, sind dabei geblieben, haben sich nicht durch Preisdruck sozusagen hier drücken lassen. Und das sind natürlich schon auch sensorische Welten, die wieder zurückspielen. Also da kann man was lernen. Also zum Glück, Europa ist so vielfältig. Da sind jetzt schon 2, 3 Generationen unterwegs, die einfach im Lebensmittelüberfluss aufgewachsen sind und die nicht mehr gewillt sind, sich immer mit diesen Problemen herumzuschlagen. Sie sagen, jetzt brauchen wir endlich mal Lösungen. Ja? Es kann nicht sein, ja, dass wir da wegschauen. Und die haben sozusagen auch die Freiheit zu wählen. Ja? Das ist nicht mehr bedrohlich für das Individuum zu sagen, ah, da mache ich nicht mit der Tradition. Also die haben die ökonomischen Möglichkeiten und sozusagen auch der gesellschaftliche Wandel macht es möglich, sozusagen mit Tradition zu brechen und sich selber neu zu erfinden. Und das ist eine riesige Chance, weil es sind kritische Konsumenten, die wollen auch Nachhaltigkeit, die wollen mehr Gesundheit, die wollen wirklich sozusagen eine lösungsorientiertere Kulinarik. Und das ist eine Riesenchance, sozusagen hier nochmal zu hinterfragen, ob wir nicht echt überzogen haben. Also Peak Meat ist erreicht, was kommt danach? Ja, ich glaube, es kann nur gehen in Richtung Qualität und Fokus auf zukunftsorientierte Haltungsbedingungen, Transporte, vielleicht auch wieder ein Fokus auf regionalere Kreisläufe, Cradle to Cradle, wirklich Kreislaufwirtschaft, gerade bei tierischen Produkten, die sterben, damit wir sie essen können. Ich denke mir, diese Wahrheit muss man jedem zutrauen können. Und ich glaube, wir müssen einfach hier viel mehr Wertschätzung für das Tier, für das Produkt und hier sozusagen auch sensorisch wirklich nochmal Gas geben. Weil da gibt es so schöne kulinarische Wurzeln, wo man sehr gut andocken kann. Und das ist an sich ja wirklich ein spannendes Produkt. Ich habe den Eindruck, so alte Berufsgruppen tun sich oft schwer, ihr Know-how auch zu formulieren und entsprechend auch zu inszenieren. Die wissen sozusagen, nehmen vielleicht gar nicht so wahr, wie weit entfernt wir eigentlich schon von diesem Know-how sind. Also Wurstprodukte sind so wahnsinnig abstrakt. Wir wissen ja nicht, was wir essen. Wir müssen immer nachlesen und das verstehen wir nicht. Also dieses Handwerk, man kann nicht davon ausgehen, dass der Kunde weiß, was da drinnen ist und wo der Unterschied ist. Ich glaube, da ist wirklich ein großer Gap, den müssen wir füllen. Sonst verlieren wir auch viele Kunden, die sagen, na, dann machen wir es doch gleich vegan. Also da gibt es viel Spielraum für Qualität und wir müssen auch wieder lernen, über Genuss und über die Nähe von Produkten, das spezifische Know-how auch zu reden. Die Spezialisten sind oft zu wortkarg. Natürlich gibt es massive Unterschiede zwischen Mann und Frau, wird es immer so bleiben. Von der Gehirnentwicklung, von der Wahrnehmung und natürlich auch von der Tradition. Aber eigentlich haben wir Gender Shift. Ja? Und ich würde sagen, vor 20, 30 Jahren hätte ich noch gesagt, Fleisch ist mehr Männerspeise, Lieblingsspeise.
das macht den Mann männlich. Das sind auch die alten Bilder, aber eigentlich bröselt es gerade. Ich kenne sehr viele Frauen, die große Fleischliebhaberin sind und sehr viele Männer, die Veganer sind oder Flexitarier. Ich würde sagen, am Fleischkonsum alleine kann man nicht die Geschlechter erkennen. Das war mal, da kommt viel Bewegung auf. Ich habe sehr geschmunzelt, weil in einem Jahr die Zeitschrift Beef und Vegan gleichzeitig auf den Markt kam. Und das zeigt sozusagen, dass ein Trend, der stark ist, auch immer einen starken Gegentrend hat. Und wir haben ja Peak Meat erreicht. Das heißt, der Fleischkonsum wird nicht mehr steigen. Und das ist sozusagen ein gesättigter Markt. Aber das ist ein guter Zeitpunkt, sozusagen sich auch qualitativ nochmal auszudifferenzieren. Und das war auch hoch an der Zeit, weil die Veganer sozusagen hier wirklich gesagt haben, das hat keine Zukunft, lass uns radikal was dagegen setzen. Ein sehr lösungsorientierter Ansatz, aber ganz stark mit Verzicht orientiert und sozusagen verbunden. Und damit hat das nicht die Chance gehabt, Mainstream zu werden. Also Trend, Gegentrend, zum Glück auch eine neue Liebe zum Fleisch und Wurstprodukten. Endlich geht dieses kleine Pflänzchen auf. Und der nächste Schritt, das sind immer so Trendentwicklungen, wir nennen es auch so Rekursionsschleifen, die führen dann eigentlich zu einer höheren Komplexität. Dann geht es sozusagen nicht mehr schwarz-weiß, sondern der nächste Schritt ist dann eigentlich die Fusion und das wäre der Flexitarier, der ab und zu Fleisch oder Wurst oder Schinken isst, aber nicht mehr irgendwas und nicht mehr nur billig, sondern dann bewusster, fokussierter und dafür aber mit gutem Gewissen. Also der versucht sozusagen seine eigenen Werte so als Orientierung auch wirklich konkreter umzusetzen. Das ist auch eine junge Entwicklung. Und der muss aber nicht so verzichten. Und es ist nicht nur gesundheitsangeschoben, sondern da spielt Nachhaltigkeit, Klimawandel, dieses komplexe Thema hier ganz massiv mit hinein. Das hat das Zeug zum Mainstream. Und nachdem das schon so sichtbar ist, ist natürlich die Frage als Trendforscherin, was kommt danach? Und ich würde sagen, es geht in Richtung plant-based, dass wir sozusagen noch wertschätzender auf pflanzliche Grundprodukte schauen, auf das ganze kulinarische Potenzial der pflanzlichen Welt. Da nehmen wir ja nur eigentlich einen Ausschnitt wahr und da ist noch viel Platz für Innovation. Das heißt nicht, dass wir Veganer werden, aber dass es nicht mehr nur diskutiert wird, ob Fleisch oder Wurst, ja, nein, sondern dass es einfach sich die Relationen wieder ein bisschen verschieben. Also ich glaube, da braucht es viel Inspiration von den Nachbarländern. Ich glaube, da ist wirklich noch eine Lücke, sozusagen wertschätzend und mit viel Connoisseurschaft diesen Themenbereich auch nochmal mit den regionalen Spezialitäten zu inszenieren, fällt mir nicht viel ein, muss ich ehrlich sagen. Das halte ich eher noch für eine Lücke. Andererseits haben wir natürlich auch so zart, aber doch langsam spürbar so einen Blick auf Nose to Tail, also sozusagen wirklich Kreislaufwirtschaft, auch sozusagen als konsequenter Blick der Wertschätzung auf ein Tier und auch der Wertschöpfung. Ja. Das haben wir irgendwie ausgeblendet. Da sind wir so industriell an die Sache rangegangen, dass wir praktisch ausgeblendet haben, dass es ums ganze Tier geht. Und da spielt auch die Wurst mit hinein. Und da sozusagen die verschiedenen Qualitäten zu thematisieren, Vorbilder muss man richtig Süden, Richtung Süden wandern. Ich glaube, viele spannende regionale Spezialitäten, die sind sich gar nicht bewusst, was für Schätze sie haben. Ja? Also da sehe ich vor allem Potenzial zur Ausdifferenzierung. Ja, der Lebensmittelhandel versucht sich neu zu erfinden. Gastronomie ist sozusagen eine Möglichkeit, mehr Nähe zum Kunden auch herzustellen, die Verweildauer zu verlängern. Ich denke mir, da geht es auch darum, so eine Nähe zum Produkt wiederherzustellen. Ja. Das kann gelingen. Wenige Konzepte sind wirklich so ausgelegt, dass es wirklich auch kulinarisch verführerisch ist. Da könnte natürlich auch Fleisch und Wurst, aber auch Alternativen, auch mit, ergänzt mit Gemüse, mit Brot, durchaus eine Rolle spielen. Da kann man gut am Alltag andocken. Aber da muss man raus aus dieser Preishammer-Methode. Das muss einfach spielerischer und kulinarischer sein. Also ich habe auch keine Glaskugel, wo ich hineinschauen kann. Aber ich gehe davon aus, dass der Fleischkonsum langsam aber kontinuierlich abnimmt.
vor allem die jüngeren Konsumgruppen gehen anders damit um. Und das ist auch zukunftsfit und das ist auch die richtige Entscheidung. Weil zum Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, müssen wir den Fleischkonsum weltweit nochmal ganz neu aufsetzen. Also da haben wir ordentlich überzogen. Aber spannend finde ich, es geht nicht um Verzicht, sondern es geht nochmal um eine andere Wertschätzung. Und es tun sich auch immer mehr Alternativen auf. Und da sind manche weit in der Zukunft, sie haben in vitro angesprochen, also sozusagen cell-cultured meat, vor einigen Jahren noch sehr exotisch. Ein Minderheitenthema, das nicht einmal die Medien so richtig erkannt haben. Inzwischen ist da wahnsinnig viel passiert in China, in den USA, auch Israel, aber auch Lateinamerika. Es gibt da wirklich über 30 Forschungsstationen. Die sind meistens in privater Hand, deswegen sind die gar nicht so daran interessiert, viel Know-how auszutauschen, bis das Produkt am Markt ist. Aber da geht es richtig ab, da wird wirklich viel investiert und da ist man sozusagen jetzt auch, ich habe vor kurzem angeschaut, in Israel, die Aleph Farm, die machen in vitro Fleisch. Also die versuchen nicht, einen Burger nachzubauen, sondern die wollen wirklich die Struktur von Fleisch nachbauen. Und das gelingt ihnen schon relativ gut. Es ist eigentlich beeindruckend, wie schnell es gegangen ist. Und ursprünglich wollte heuer, also 2020, das erste In-Vitro-Geflügelfleisch in Amerika auf den Markt kommen. Ich weiß nicht, ob sie es heuer noch schaffen. Wahrscheinlich wäre es nächstes Jahr. Allerdings, da sind viele dran. Und die wollen das natürlich günstiger machen und nachhaltiger als Fleisch. Also da kommt viel Druck. Das sind aber auch starke Kulturphänomene. Eine andere Alternative sind natürlich die ganzen Fleischersatzprodukte. Da gibt es eine Vielfalt von verschiedenen Konzepten. Manche arbeiten da auch mit tierischen Eiweißen. Andere machen es mit Pilz. Sehr viele Mischkonzepte, zum Teil mit sehr viel Aufwand und sehr viel technologisch, also mit Hilfsstoffen, also auch sensorisch sehr unterschiedliche Qualitäten. Ich würde sagen, da kommen wir jetzt in die dritte Runde. Die neueren Konzepte sind noch sehr reich an Verpackung, aber zum Teil wirklich ganz toll von der Rezeptur, zum Beispiel nur mit Pilz oder halt wirklich sehr schlanke Konzepte, die aber sensorisch sehr ansprechend sind. Für mich sind diese Fleischersatzprodukte im Moment noch überwiegend Übergangsprodukte, weil uns noch die Fantasie fehlt, was können wir essen, wenn wir versuchen, weniger Fleisch zu essen. Aber nur die Besten werden überleben, die anderen verschwinden dann wieder. Aber im Moment ist sozusagen die Sehnsucht wieder gestiegen, auch in der Gastronomie. Und das finde ich recht spannend, dass sozusagen hier auch sehr viel Plant-Based-Konzepte langsam hineinkommen. Spannend ist noch der Bereich Insekten. Das ist auch juristisch noch herausfordernd, weil im Moment die verarbeiteten Produkte ein bisschen im Graubereich sind. Das macht es besonders schwierig, hier wirklich zu punkten. Aber sensorisch gibt es da ganz tolle Produkte. Wir dürfen nicht vergessen, dass Insekten natürlich in einer enormen Vielfalt da ist. Eine riesige Vielfalt ist essbar. Es ist tierisches Eiweiß, also ernährungsphysiologisch super wertvoll. Es gibt kein Schlachten. Es gibt sozusagen sehr viele Themen wie Fütterung, Transport, kann man hier viel leichter organisieren. Es spricht viel dafür. Andererseits haben wir da natürlich einen ordentlichen Gruselfaktor für viele noch. Aber Insekten als Teil der ganzen Lebensmittelkette finde ich super spannend und ein großes Zukunftsthema. Also ich würde das gerne mit Fleisch und Gemüse in der Produktion sehen. Also auch da gehe ich davon aus, dass doch noch einiges passiert. Aber welche Konzepte? Wir brauchen nicht das Zukunftskonzept, sondern hier wirklich eine Vielfalt. Und ich kann mir den europäischen Kulturraum ohne Tiere nicht vorstellen. Das ist auch ein Kulturgut, aber wir müssen dringend anders damit umgehen. Der Lebensmittelhandel ist extrem mächtig. Er ist der mächtigste Player in der ganzen Kette. Und weil er so mächtig ist, bewegt er sich sehr langsam. Es ist noch leider ein extremer Fokus auf Preis, Preis, Preis. Und ich kann es nicht mehr hören. Das kann es nicht sein. Also wir müssen dringend raus aus diesem Konzept. Wir haben gesehen, wie unappetitliche Nebenwirkungen das hat. Also nicht nur für das Tierleid, sondern auch für die Menschen. Das ist ja zum Teil fast Sklavenhaltung. Das kann es nicht sein. Wir haben gesehen im Lockdown Erntehelfer. Also da gibt es so viele Themen, wo wir sozusagen jetzt einmal die Wahrnehmung geschärft haben, wo wir sagen, okay, das ist eigentlich unserer reichen Gesellschaft nicht entsprechend. Da braucht man wirklich andere Konzepte. Und ich glaube, wir müssen auch schauen, dass wir
regionale Kreisläufe wieder stärken. Und da braucht es alle Akteure und vor allem eben auch den Handel, der sagt, okay, wir nehmen das ernst, wir gehen da in längerfristige Verträge, wir entwickeln gemeinsam neue Qualitätskonzepte. Und wir lernen auch, das anders zu inszenieren, dass man nicht automatisch zum Preisjäger und Sammler wird im Supermarkt. Also ich wirklich das Gefühl, mit uns passiert was kaum, dass wir einen Supermarkt betreten. Wir haben einfach gelernt, es geht immer billiger. Aber wir lernen auch jetzt, dass es zum Teil sehr unappetitlich ist. Also in diesem Spannungsfeld, glaube ich, ist viel Potenzial. Einige wenige probieren schon, es geht entweder in Richtung Gastronomie. Spannend finde ich aber auch die Zwischenkonzepte, die eigentlich weg von der Vorratskammer hin zu mehr Dienstleistungen und die Menschen unterstützen bei ihrer Suche nach Alltagslösungen. Wir haben jetzt wieder viel mehr gekocht. Kochen hat eine große Wertschätzung erfahren. Da sozusagen die Menschen zu inspirieren und sozusagen auch in ihrem Wunsch, selber zu kochen, zu unterstützen, da ist noch viel Platz. Da müssen wir raus aus diesem Vorratskammerdenken. Die ist oft zu eng. Nur nach Lebensmittelgruppen denkt man oft, natürlich haben wir gelernt, uns so zu bewegen, aber das kann eigentlich nicht eine zukünftige Struktur sein. Natürlich, ich bin sehr wohl ein Flexitarier. Also ich gehe schon in Richtung Plant-Based, die Levante-Küche, die mediterrane Küche, haben mich schon sehr geprägt. Also Gemüse ist einfach ein super spannendes Thema. Aber ich kann auch Fleisch durchaus was abgewinnen. Aber nicht mehr so gerne im Supermarkt und auch nicht mehr so gerne bei irgendeinem Gastronomen. Aber wenn sozusagen Frische und Qualität und Herkunft ein spielerisches Thema sind und das glaubwürdig inszeniert wird, immer gerne.